Bannister? Bannister, Bannister? Sehr wohl, Sir. Ein Vorfahre des Gatten Mrs. Bannisters, die hier als Hauswirtschafterin arbeitet. Aha. Ja, was war mit diesem Urahn? Er stand eines Tages vor der Tatsache, einen Earl of Donovan hinrichten zu müssen, der mit etwas zu viel Nachdruck eine Dorfschöne dazu überredet hatte, ein Wochenende mit ihm in einer Jagdhütte zu verbringen. Parker, eines Tages werden Sie den Pulitzerpreis für dezente Umschreibungen bekommen. Da die junge Dame sich umbrachte, wurde der junge Graf zum Tode verurteilt. Diese Story sollten Sie Agatha Christie schicken. Bevor Ben Bannister notgedrungen seines Amtes waltete, wurde er vom aufgebrachten Vater des jungen Grafen verflucht und trat daraufhin das an, was Sie einen unkündbaren Job nannten, Sir. Aber ziemlich unregelmäßig und lustlos, wie Sie sagten. Nach einer Arbeitsruhe von 80 Jahren nahm das Gespenst seine Arbeit vor 6 Wochen wieder auf. Dieses Gespenst scheint einen echten Nachholbedarf zu haben. Warum wohl, Parker? Vielleicht... Weil einer der beiden Brüder zu viel an Bord ist? An diese Möglichkeit erlaubt auch ich mir bereits zu denken, Sir. Tja, wir brauchen zusätzliche Informationen, Parker. Ach, lassen Sie sich doch was einfallen, ne?